Es geht weiter beim TT Gamer und Yoshi. Wir sind hier in der Festung, in der ersten Festung der vierten Welt und wollen jetzt mit dem Yoshi durch die verschlossene Tür gehen. Dort befindet sich ein weiterer Speicherkreis, der zweite jetzt schon. Ach. Und noch eine verschlossene Tür. Ich habe mich schon gefreut im letzten Part, dass wir den Schlüssel direkt gefunden haben, aber es scheint hier mehrere Schlüssel zu geben. Also müssen wir doch wieder raus. Wo gehen wir jetzt? Wir gehen mal unten. Scheint hier, in jedem der Dinger scheint es einen Schlüssel zu geben, so wie es aussieht. Oder so ähnlich. Oh ja, das wäre schon fast wieder tot gewesen. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was kommt. Ja, ich hab's immer gehasst. Und jetzt, gib Gas! Wow. Das war knapp. Ja, ja, diese Dinger hier habe ich schon immer gehasst. Im Wasser geht das ja noch. Wenn man da reinfällt, ist scheißegal. Aber hier, wenn du hier ins Feuer fällst, dann ist direkt alles weg. Kann direkt nochmal vom Speicherkreis anfangen. Ja, und da haben sie jetzt hier auch eine ganz tolle Idee gehabt. Oh Gott, also ihr merkt schon, das Level hier ist nicht ohne. Ja! Fuck. Das war's. Einmal daneben gesprungen. Ja, wir möchten nochmal. So ein Scheiß. Ach, brauchen wir das da überhaupt? Ich weiß es gar nicht. Egal, ab hier rein. Nochmal den ganzen Feuerquatsch. Oh mein Gott. Das kann ja wieder was werden. Okay. Den Eimer abschießen. Und rein da. Jetzt gucken, dass man hier mit Vollgas durchkommt. So, das hier haben wir ja auch alles noch ohne Probleme geschafft. Soweit zumindest. Die Probleme kamen ja erst da oben, weil ich daneben gesprungen bin. Obwohl ich finde, dass das hier auch schon großes Problempotenzial hat. Nein! Scheiße! Was soll das denn? So ein Kack. Also nochmal, Leute. Nochmal. Okay, unten links. Ich glaube, ich arbeite da jetzt gleich mit dem Quicksave. Das gibt's ja sonst gar nicht. Das dauert mir echt zu lange. Ist auch für euch nicht schön, wenn ihr euch die ganze Zeit angucken müsst, wie ich hier im Feuer untergehe. Es ist halt bei den Jump'n'Run-Spielen so ein bisschen natürlich die Schwierigkeit, wenn man da ein Let's Play macht. Man läuft halt oft Gefahr, kaputt zu gehen bei diesen Spielen, weil sie teilweise echt schwer sind. Gerade auch was Nintendo da teilweise an Jump'n'Runs fabriziert hat, die sind nicht immer einfach. Da gibt's zum Beispiel Mickey's Mania. Das ist auch richtig schwer. Hat man auch super wenig Leben. So, wartet, Leute. Jetzt bin ich ganz schlau, jetzt mache ich einen Quicksave. So. Wäre doch gelacht, wenn wir den Quatsch jetzt hier nicht schaffen. Okay. Ah, das sieht gut aus. Haha, einmal komplett rüber, Leute. Und ein weiterer Schlüssel. So, und ich mache hier nochmal einen Quicksave. Weil die Tür haben wir schon mal abgeschlossen. Gehen wir dann hier oben mal rein. Was wartet hier auf uns? Kanonen.
und ein paar Blöcke. Ah, so, wie heißt das? Dieses Spiel, wo man hier immer die ganzen Sachen abbauen muss. Da gibt's ja auch so einige Spiele, die sind auch immer ganz lustig. Hab ich, yo, früher auch gespielt. Komm, erstmal das Kind holen. Gab's eins für Super Nintendo, glaube ich. Das war immer gut. War ein super Spiel. Yo! Habe ich oft gespielt. Okay, jetzt wollen wir aber erstmal hier durch. Ach, so ein kleiner Spasti hier. Aber mit dreimal raufhüpfen geht er kaputt. Das wusste ich auch noch nicht. Das war mir neu gerade. Okay, hier oben einmal das Ei. Wird schon schief gehen. Ich schluck dir jetzt hier einfach alle runter. Komm. Ja. Geil. Jackpot. Ja. Wo kommt der denn her? Yo. Ey, du Sack. Spacks. Ey, der ist ein Spasten. Mach ich das von hier, mein Freund. So, dreimal draufgehüpft, hat sich die Sache. Hier, ein weiterer Schlüssel. Zwei Schlüsselhammer. Keine Eier, aber zwei Schlüssel. Auch geil, ne? So, schnell. Yo! Entschuldigung. Das war ein bisschen laut bei euch, glaube ich. Nein, nicht im Ernst jetzt. Hör doch auf! Gib das scheiß Kind her! Ja, hau ab, hau bloß ab, ey. Komm. Ey, dieser... Hör auf. Nicht! Ich sag euch. Ihr geht mir schon wieder tierisch auf die Nerven hier, der Typ. Hau ab da, komm her. Ja, komm. Ha. Genatzt. Beide Eier, beide Schlüssel, alles Paletti. Okay. Boah, Leute. Das kostet Nerven hier. Okay, und den letzten Schlüssel, der wahrscheinlich unten rechts ist, den holen wir am nächsten Part. Also, bis dann, euer TT-Gamer.